Gemäßigt. Gemäßigt bedeutet maßvoll. Gemäßigt kann heißen ein gewisses Maß einhaltend. Gemäßigt heißt moderat. In der Bhagavad Gita wird im 6. Kapitel gesagt, der Mensch sollte gemäßigt essen, er sollte gemäßigt sprechen, er sollte gemäßigt sich entspannen. Es gilt, das richtige Maß zu finden. Auf der einen Seite ist Mensch sein Rhythmus. Man muss mal intensiver tätig sein und man muss mal entspannen. Auch für die spirituelle Praxis gibt es Phasen, wo man sehr intensiv üben sollte, und es gibt Phasen, wo man etwas weniger üben sollte. Für den normalen Tagesablauf empfiehlt sich ein gewisser Mittelmaß, also gemäßigt. Krishna sagt, Yoga ist weder für den, der zu viel isst, noch für den, der gar nicht isst oder zu wenig isst. Yoga ist weder für den, der zu viel schläft, noch für den, der wenig schläft. Das richtige Maß zu finden, gemäßigt zu sein, ist eine der Herausforderungen auf dem spirituellen Weg. Gemäßigt zu praktizieren heißt aber nicht, halbherzig zu praktizieren. Ich meine, für den normalen Alltag muss man ein gutes Maß finden, aber ab und zu mal ist auch gut, intensiv in ein Extrem zu gehen.